Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Michael Dinsey, Thorsten Matuschka, Tim Wiese und Jörn Großkopf. MyBet.eu präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. So, Peps, wie man ja auch so schön sagt, vor der Saison aufgestiegen, dann bist du dazugekommen, bist jetzt Trainer bei Peps. Wie fällt denn dein Zwischenfazit aus nach einem halben Jahr? Ist ja durchaus einiges passiert am Rhein-Müller, um das mal so zu formulieren. Ja, also ich will das mal so ausdrücken, ich bin HEBC, ja? Ich bin Heimsbüttler, ich bin damals 88 von HEBC, nicht von der 7. Liga, aber von der 5. Liga in die erste Bundesliga gewechselt. Und bin diesem Verein eigentlich immer irgendwie treu geblieben. Und als im Sommer dann die Personalie des Trainers offen war, ja, haben wir uns schnell geeinigt und so bin ich dann zum HEBC gekommen. Und wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll oder Fazit ziehen möchte, dann sieht es so aus, dass wir, glaube ich, eine Mannschaft haben, die den geringsten Etat in Anspruch nimmt, zusammen mit einer weiteren Truppe. Und wenn ich dann den Tabellenplatz sehe, den wir im Moment innehaben und die letzten 4 Heimspiele vor allen Dingen gewonnen haben gegen Mannschaften, die sich Titelfavoriten schimpfen, Teutonia, Niendorf, Sasel, dann bin ich äußerst zufrieden. Aber es ist noch ein weiter Weg bis zum Klassenerhalt. Welcher Tabellenplatz? Wir sind jetzt 2 über dem Strich. Das heißt, wir sind jetzt, genau. 4 Punkte Vorsprung übrigens auch auf den 16. Wenn du jetzt mal rechnest, du kriegst von mir aber keinen Taschenrechner, wie viele Spiele müsst ihr noch gewinnen, damit ihr sicher drin bleibt? 5. 5? Das heißt, wir haben 15 Punkte. Boah, das heißt, ihr landet... Ja, das sagt dann wieder schon stimmt. 37 Punkte haben wir dann. Und ich glaube, mit 37 Punkten bleibst du drin. Wenn es 2 mehr werden oder 3 mehr werden, ist auch nicht weiter wild. Aber ich glaube, mit 5 Siegen... Naja gut, du hast natürlich eventuell jemanden, der aus der Regionalliga absteigen könnte, ne? Wenn das passiert... Eventuell, ja. Ja, wenn das passiert... Könnten 37 nicht reichen? Ich glaube, wir werden den Platz, den wir haben, auf jeden Fall halten. Und okay. Wir haben noch 14 Restspiele, davon 9 Heimspiele. Wir sind inzwischen zu Hause wirklich gut aufgestellt und das wollen wir natürlich fortführen. Mhm. Du hast schon angesprochen, Teutonia, Sasel, BU, Niendorf, alle vier sind, man muss mal eigentlich sagen, krass an euch gescheitert. Und dann gab es wieder Spiele, wo man gedacht hat, zum Beispiel in Pinneberg, eieieiei. Dass du das erwähnen musst. Ja, muss ich natürlich, muss den Finger in die Wunde legen, wo man gedacht hat, alter Schwede, das war jetzt aber hier ja nicht mal Landesliga. Woher kommt diese Diskrepanz bei euch? Ja, wenn man das erklären kann, dann hast du auch einen Ansatz. Aber das zu erklären ist halt nicht so einfach. Ja? Dann hätten wir das auch sofort abgestellt. Mhm. Wir sind jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben eine sehr, sehr gute Vorbereitung absolviert und wollen zusehen, dass wir jetzt am Sonntag anständig starten und dann mal gucken, ob die dann immer noch HEBC schreiben, wenn das dann am Sonntagnachmittag gegen Ostdorf absolviert ist. Ich habe natürlich ein bisschen in der Statistik gekramt und mich ein bisschen vorbereitet. Gesetzt den Fall, dass das Spiel stattfindet am Sonntag, verliert ihr das, weil ihr habt seit Oktober immer 2 Spiele verloren und 1 gewonnen. Da ihr jetzt aber vor der Winterpause verloren habt, müsstet ihr auch noch gegen Ostdorf verlieren, gewinnt dann aber gegen BU. Ist das, gewinnt er gegen Concordia, Entschuldigung. Wollte ich machen. Wäre das in deinem Sinne? Wir gucken zum nächsten Spiel und das wollen wir gewinnen. Ja, und irgendwelche Serien sind ja auch immer dafür da, um sie zu beenden und das wollen wir am Sonntag machen. Gut. Du bist ja nun alter Hase im Hamburger Amateurfußball. Und man sagt ja, dass sich nach Einschätzung von vielen Leuten, dass die Oberliga in den letzten Jahren an Niveau schlechter geworden ist. Was sagst du dazu? Findest du das auch? Wenn ja, warum? Also zum einen finde ich, dass in der Oberliga auch anständiger Fußball gespielt wird. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass das inzwischen die 5. Liga ist. Früher hieß es Verbandsliga in Hamburg. Das ist die Liga, in der ich auch noch spielen durfte oder gespielt habe nach meiner Profizeit. Und ich glaube schon, dass sich das gewissermaßen verändert hat, dass der Fußball aber auch ein ganz anderer geworden ist. Es ist eine ganz andere Dynamik inzwischen vorhanden. Der Fußball wird ganz anders vorbereitet. Früher sind wir rausgegangen, haben gesagt, jetzt gewinnen wir das Spiel, gehen vorne rauf, ohne zu sagen, wie das gemacht wird. Heute hast du ja für alles einen Plan. Wie laufen wir an? Wann laufen wir an? Wo laufen wir an? Das hat sich alles ganz verändert. Ich finde, mit früher und heute vergleichen, da gehe ich nicht so konform, weil es hat sich unglaublich verändert, der Fußball.
auf allen Ebenen. Und mag sein, dass es ein bisschen schlechter geworden ist vom Niveau. Nichtsdestotrotz spielen wir immer noch mal anständig Fußball. Achso. Wenn wir auf deine anderen Stationen so ein bisschen zurückblicken, du hast ja auch schon einige Trainerstationen nach deiner aktiven Karriere hinter dich gebracht in Eichede. Und bei Hessen Kassel waren es jeweils 4 Monate, bei Uerdingen sogar nur 3. Das ist ja nun keine unbedingt lange Zeit für einen Trainer. Woran lag es? Also hast du zu hart trainiert? Und in Uerdingen kurz Trainer zu sein, ist keine Kunst, wer das ein bisschen verfolgt. Ja, das stimmt. Ich war auch gerade wieder. Da verlierst du ein ist ja wieder erkannt. Genau, da verlierst du ein oder zweimal und dann ist von Krämer auf einmal Norbert Meyer da, so wie es gerade passiert ist. Ich habe nach meiner Zeit bei St. Pauli, ich war 6 Jahre Trainer im Nachwuchs und habe dann den Fußballlehrer gemacht, habe dann die Station Hessen-Kassel gehabt und habe einfach eine Mannschaft übernommen, die, das muss man so direkt sagen, die total tot war. Mhm. Die sind seinerzeit an Holstein Kiel gescheitert zum Aufstieg in die dritte Liga. Und ich mich sogar dran. Ja, genau, ich war im Stadion überraschenderweise. Ja. Und die Mannschaft war einfach tot. Dazu war sie finanziell total platt. Das gilt für den ganzen Verein und es gibt so einen Ausspruch, den hat der damalige Fußballlehrer, Lehrgangsleiter gesagt, Frank Wormuth, hat gesagt, der erste Schuss muss sitzen, das war bei mir Kassel, der hat nicht gesessen, also Schuss in den Ofen. Du hast es ja selber schon angesprochen, du bist ausgebildeter Fußballtrainer, könntest rein theoretisch auch in der ersten Liga Trainer werden. Ist das noch so ein Thema, wo du sagst, okay, mal warten, was da kommt, würde ich mir gerne reintun? Oder hast du diesbezüglich abgeschlossen und sagst, nee, also das ist eine Situation, wo ich mir jetzt keine Gedanken darüber machen mehr? Na, Gedanken macht man sich über sowas immer. Wenn man diese Lizenz inne hat, dann möchte man natürlich auch möglichst hoch trainieren. Nichtsdestotrotz ist das ja kein Wunschkonzert. Ne? Jedes Jahr kommen 25 Fußballlehrer dazu, wir können mal eben rechnen, wie viele Profivereine das gibt. Klar. Es geht darum, natürlich würde mich das reizen, wieder in dem bezahlten Fußball zu arbeiten, wie ich das schon ein paar Jahre machen durfte. Aber momentan stellt sich die Frage einfach nicht. Und zudem habe ich hier ein paar Spieler von mir sitzen. Wenn ich jetzt sage, ich mache das wieder, dann komme ich heute Abend nicht mehr raus und dann auch in den Keller bei dir. Und das muss ich nicht unbedingt haben. Nee, aber ist ja eine berechtigte Frage und ich bin aber jemand, der, was mir auf dem Herzen liegt, das frage ich dann auch. Ne? Nein, ist immer interessant, natürlich, aber sowas müsste immer komplett zusammenpassen, da müsste ein Plan hinterstecken und einfach irgendwas zu machen, um ein Jahr irgendwie ein paar tausend Euro zu verdienen in der vierte Liga. Naja, also wenn du beim HSV anheuerst, dann brauchst du nur 3 Monate arbeiten, bis hier ja, so 3 Jahre lang bezahlt. Ne? Also das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Das Ganze. Nee, das bin ich bei dir. Okay. Na gut, dann noch eine Frage im Augenblick. Gibt es noch was, was du uns noch mitteilen möchtest? Was machst du gerade zurzeit so? Also Fußballtrainer, so das mache ich. Ich mache momentan nur den HEBC, bereite mich jeden Tag aufs Training vor, bereite die Jungs vor und am Sonntag starten. Also Fulltime-Job. Nicht Fulltime-Job, aber im Moment mache ich nur das. Oh, freut uns. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei Jörn. Ein brennender Applaus! Und ich fordere Nadine. Jörn, was für ein Kaffee? Was für ein Kaffee mit? Wir haben einmal hier Blutenkönig und wir haben nur noch Blutenkönig. Okay, Applaus. MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.